wunderschönen guten Tag. Ich bin Verena Wried und ich bin für euch heute Backstage bei der DTM unterwegs. Und natürlich geht es auch um die WM. Wir alle haben mitgefiebert gestern, Ralf Schumacher natürlich auch. Was für ein sensationeller Sieg für die Deutschen mit 4:0. Und was für eine Sensation, du hast deine erste Pole Position in der DTM. Das war doch eigentlich dein perfekter Tag, oder? Ja, es war für mich ein perfekter Tag und natürlich auch für alle Deutschen, glaube ich. Was ein unglaubliches Spiel, kaum zu überbieten an Spannung, und es ist ja richtig was passiert. Und diese 4-0, also man hat ja quasi die Argentinier weggefegt. Wir haben uns das zwar alle gewünscht, dass wir gewinnen, aber dass es so klappt, hat ja keiner mitgerechnet. Und hättest du damit gerechnet, dass der Tag für dich so super läuft? Also eher 4-0 als ich auf der Pole, das ist ganz klar. Super, danke dir. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch die Spanier besiegen und ich bin jetzt hier mit Miguel Molina. Miguel, du als Spanier, glaubst du, ihr habt eine Chance gegen uns Deutsche am Mittwoch beim Spiel? Mal ehrlich. Natürlich. Wenn wir so gut spielen wie bisher, glaube ich, dass wir gewinnen können. So wie vor zwei Jahren beim EM-Finale. Sehr optimistisch. Wir werden sehen. David Coulthard, was ist Ihr Tipp für das Spiel Deutschland gegen Spanien? In den letzten Spielen haben die Deutschen einfach unglaublich gespielt. Als Schotte sage ich erstmal Danke für den Rauswurf der Engländer. Deutschland hat in den letzten zwei Spielen 8 Tore geschossen. Deswegen denke ich, dass sie ins Finale kommen. Timo Scheider ist natürlich auch die Frage, was ist dein Tipp? Werden wir Weltmeister? Also nach dem Spiel gestern gegen Argentinien, muss ich sagen, war ich sehr beeindruckt. Es gab bloß so 15, 20 Minuten, die ein bisschen kritisch waren, wo wir uns nach hinten drängen lassen haben. Aber danach, muss ich sagen, waren wirklich Spielzüge dabei, die mich sehr beeindruckt haben. Nach dem Ghana-Spiel war ich etwas skeptisch, muss ich sagen. Aber die Jungs haben zurückgefunden zu ihrer Stärke und trumpfen richtig auf. Also es macht Spaß zuzuschauen. Das heißt, Weltmeister könnte drin sein? Jetzt ist alles möglich, würde ich sagen. Wie bei der DTM, auch das ist noch ein langer Weg. Und wenn Sie wissen möchten, wie das Rennen ausgegangen ist, dann gehen Sie auf dtm.tv. Wir sehen uns in 5 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.